so Erzählungen aus England, wie zum Beispiel von Didi Hamann, der erzählt hat, dass es da halt bei Teamabenden in England doch anders zur Sache geht und ja, der Didi Hamann kann ja schon ein bisschen offener reden, weil er ja seine Karriere schon hinter sich hat. Ich bin ja noch mittendrin, aber also das kann ich schon bestätigen, dass die Engländer zum richtigen Zeitpunkt auch gut feiern können. Das ist schon so. Okay. Gibt ja auch von dem thailändischen Besitzer ein paar wilde Geschichten. Ja. Ja, aber der ist sehr leidenschaftlich dabei. Also das ist zum Beispiel ein Eigentümer, wir reden ja auch hier in Deutschland immer, die Regel, soll sie Bestand halten oder nicht. Ja. Also bei Leicester City ist das so, der Eigentümer in Leicester hat dem Verein unheimlich geholfen. Also er ist auch mit voller Leidenschaft dabei, er ist fast bei jedem Spiel dabei, er ist nah an der Mannschaft dran. Es ist wirklich, also es hat sich wirklich richtig gut bei Leicester City eingespielt und er legt auch großen Wert darauf, dass wir eine Familie sind und er ist für jeden Spieler am Ende oder versucht für jeden Spieler da zu sein, falls er ein Problem hat oder gehabt hätte. Das ist schon so, das war schon sehr beeindruckend. Also der Eigentümer bei Leicester City war wirklich mit Leib und Seele dabei. Aber ich glaube, es gibt auch so Geschichten, wo er dann mal in die Kabine kommt und einem meine Geldspende oder eine Geld überreicht in Plastiktüten und so. Haben Sie sowas auch mal erlebt oder war das zu Ihrer Zeit dann nicht mehr erfahrbar? Ja, ich glaube, auf so Einzelheiten muss ich nicht eingehen, aber wie gesagt, das habe ich ja gerade schon gesagt, er hat schon versucht, dass jeder irgendwie da, dass Leistung eben auch ein bisschen anerkannt wird und er hat auch gerne gegeben. Ich glaube, Asiaten sind so sehr freundlich, sie geben sehr gerne und so und er hat schon dafür gesorgt, dass da keiner zu kurz kommt.